Du hast Ares Test also bestanden. Sonst hätte ich die Höhle niemals verlassen. Ah, Ares. Irgendwie siehst du anders aus. Gesünder, stärker. Was ist denn in der Höhle passiert? Ares schenkte mir die Gesundheit und Zähigkeit eines Kriegers. Das könnte auf unserer kommenden Reise wirklich nützlich sein. Ja, finde ich auch. Gut. Dann haben wir die Gabe von Ares erhalten, haben ein bisschen noch was über die Waffen gelernt. Sind nun stärker und zäher. Ja, zum Glück muss ich jetzt nicht den ganzen Weg zurückgehen, sondern man wurde erst automatisch rausgegangen aus der Höhle. Das wäre es jetzt gewesen. Das Blöde ist nur, dass wir jetzt den ganzen Weg da zum Schiff laufen müssen. Ist ein bisschen blöd, aber okay. Durch diese trostlose Gegend hier. Und dann müssen wir gleich noch die Attribute noch mal ein bisschen verteilen, weil das finde ich ja blöd, dass das nicht gespeichert hat. So, dann hüpfen wir wieder freudig zu unserem Schiff. Hopsdi-dopsdi-dops. Schon. So, Dille. Na komm, mach auf. Ist ja auch immer alles verschlossen, das ist schlimm. So, bevor wir jetzt aufs Schiff gehen, werden wir jetzt noch ein bisschen Attribute verteilen. Also, Hallo, Hermes ist schwertmäßig und natürlich hier mit diesem, wenn Jason ausweicht, bleibt eine leere Hülle zurück, die Gegner angreifen. Ja, genau. So, die Schwertattacke und Waffentausch fügt Gegnern und Schilden mehr Schaden zu, das ist ja nicht auf jeden Fall. Und Schwertangriffe, die einem Ausweichmanöver folgen, ja. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Zurück. Da werden wir dem jetzt mal ein bisschen was mitnehmen. Wie viel brauche ich denn? Ach, die. Oh, Mann. So. Dann machen wir das hier. Was kommt denn da sonst noch? Lebende Wunden, alle Schwertangriffe zerfleischen einen Gegner. Sieht man das irgendwie, wie viel man dafür braucht? Ein Attributpunkt. Ein Bonus für das Aufladen, wenn er einen am Boden liegenden Gegner tötet. Jason kann schneller ausweichen. Ach, immer gehe ich da. Falsche Taste, dann gehe ich raus. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen hier widmen. Habe ich noch genug? Okay. Schneller ausweichen. So. Dann gehen wir mal zu Ares rüber. Hallo? Ares. Hallo. Jetzt. Ach, der hat mir sogar ein Attribut geschenkt, glaube ich sogar. So, wenn Jason Gegner schnell nacheinander tötet, verfügt er während seiner Angriffe über einen Schadensbonus. Okay. Das auf jeden Fall. So. Meistens ist schon der Waffentausch zum Streitkolben fügt Schilden erheblichen Schaden zu, wenn Norsum innerhalb kurzer Zeit viel Schaden. Achso, das ist das hier, okay.
Tyrei. Lange Jahre sich im Zustand der Gnade befindet, richtet das im Zustand der Gnade? Ne? Wie geht denn das? Wie kann man denn im Zustand der Gnade sein? Okay, dann spenden wir hier noch ein bisschen. Und nochmal. So. Dann nehmen wir das noch. Ah, jetzt können wir auch hier noch nehmen. Gut. Ja. Götterkraft. So, und die weisen wir. Wo weisen wir das hin? Nach oben. So. Gut. Hermes hatten wir schon. Dann gehen wir mal zu Apollo. Da habe ich schon Widerstandsfähigkeit erhöht. Das ist klar. Dieses Wiedererwecken ist, glaube ich, auch ganz gut. Da werden wir mal hier auch ein bisschen. Oh, und nochmal. Ja. Das werden wir machen. Powerblock für Gegnerschaden zu. Ein Lichtstrahl fällt auf Yavin und stellt seine Gesundheit und die seiner Argonauten wieder her. Auch wenn diese getötet wurden. Das ist bestimmt eine Götterkraft, die muss ich holen. Über mehr Gesundheit, das ist auch gut. Aber noch habe ich ja gar keine Argonauten. Das ist auch nicht schlecht. Je mehr Gegner sich in der Nähe befinden, desto weniger Schaden erleidet. Das ist gut. Das mit den Argonauten, das können wir später noch machen, wenn wir welche haben. Dann sind wir ja alleine. So, und was hat die Athene so zu bieten? Oh, da kommen wir ja schon. Ein Punkt. Okay. Wenn Jason Gegnern Schaden zu, ohne dass er sie blockt oder Schaden erleiden, wechselt er zum Sturmangriff, bei dem er Gegner mehr Schaden zufügt. Aha. Sorry, ich musste gerade niesen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich hab's mal ein bisschen unterdrückt. Ach komm, dann nehmen wir hier mehr Schaden. So, was haben wir denn hier noch? Blitzsaat. Sämtliche Angriffe von Jason verursachen mehr Schaden und können Gegner auch verletzen, wenn diese blocken. Getötete Feinde lösen eine elektrische Explosion aus, die Gegner in der Nähe verletzt und. Oh wow! Das will ich haben. Das will ich haben. Scheiße, ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug. Tja. Nehmen wir halt das noch. So, jetzt habe ich leider nichts mehr zum Spenden. Scheiße. Aber das müssen wir uns holen hier, das ist ja Blitzsaat. Auf jeden Fall. So, und dann speichern wir direkt mal. Weil das letzte Mal hat es nicht gespeichert. So. Gut, dann kommen wir aufs Schiff. Haben wir ja nichts mehr zu tun. Hoffe ich. Kann man auf die Karte gucken. Nein, nur noch Kurs auf Delphi nehmen. Und das werden wir tun. Oder muss ich den ansprechen, damit er mich rüberrudert? Ach, wie umständlich. Mögen Athenes fünf Tugenden mit dir sein. Ruder mich zum Schiff. Rudere uns zum Schiff, Nestos. Sehr wohl, Herr. Kein Land der Erde ist so reich und so weiter. So, dala. Jason, dein Onkel hat eine Karte geschickt.
Was denkst du, Argos? Sieht sie präzise aus? In jedem Fall sieht sie uralt aus. Wenn wir ihr folgen, fahren wir weiter nach Westen als je ein Mensch zuvor. Vergiss die Karte. Ich kenne den Weg. Jason, lass mich das Schiff steuern. Ich kenne es besser als jeder andere. Er hat es verdient. Es gibt keine Besseren. Ja. Keine Frage, Argos. Ich könnte mir keinen besseren Steuermann für dieses Schiff wünschen. Danke, mein König. Eine Sache noch. Dein Meisterwerk soll untrennbar mit deinem Namen verbunden bleiben. Und so nenne ich dieses Schiff hiermit die Argo. Möge sie noch lange über die Meere segeln. Ja, so. Du erweist mir große Deswegen Ehre. Auch Argonauten. Du verdienst es, Argos. Danke, Jason. Nun gut. Ich schätze, wir sind bereit zum Ablegen. Aber vorher schau bitte noch nach dieser Medea. Sie hat dort unten seltsame Dinge veranstaltet. Ich wäre ruhiger, wenn du nachsehen würdest. Okay. Ich sehe nach Medea. Dann setzen wir Segel. Argos angeworben. Ja, das war doch eigentlich auch irgendwie klar, oder? Er heißt Argos, das Schiff heißt Argo und deswegen sind die Leute, die mitsingen, die Argonauten. So ist das. Also so mal eben schnell in den Maschinenraum ist nicht, da musst du erstmal 5 Minuten vor der Tür stehen und warten, bis sie auf ist. Moment. War das hier das... Nee, Quatsch, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ach, das ist... Ach ja, hier ist ja auch eine Tür. Da muss aber vorher die andere zugehen, damit die aufgeht. Oder? Das ist alles ein bisschen verwinkelt hier. So, dann gucken wir mal, was sie da für komische Sachen veranstaltet. Hallo? Wo waren die? War doch hier irgendwo. Ah, hier. So, was veranstaltest du denn? Ich bin mit den Schutzrunen fertig. Das sehe ich. Sie sind so abgestimmt, dass nur du sie entfernen kannst. Solange sie aktiv sind, können weder ich noch meine Kräfte den Raum verlassen. Doch für alles innerhalb dieser Wände bin ich noch immer eine Gefahr. Aha. Ich möchte mehr über die Schwarzzungen erfahren. Nämlich? Ach, das habe ich das letzte Mal doch schon gefragt. Verdammt. Wie sind die Schwarzzungen entstanden? Einst lange pflegte sie. Weil das, sie verschwanden einfach im Dunkeln, bis die Gefahr vorüber war. Ich hoffe, du hast es bequem hier. Sag mir, wenn du etwas brauchst. Ist gut. Gut, das hat man nämlich schon alles. Guckt man da vorne eigentlich hin. Ach, hier waren ja auch die Götter. Jawohl. Warum der Zeus da nicht dabei ist, obwohl er ja der Hüter des Zeus genannt wird, das verstehe ich da allerdings auch nicht so ganz. So, dann gehen wir mal wieder raus. Das hat er erst geladen und jetzt geht die Tür auf. Ist ja voll automatisch irgendwie alles hier. So. Hallo? Hast du gesehen, was diese Frau da gemacht hat? Das ist gut so, Argos. Es dient unserem Schutz. Es ist dein Schiff. Setze Kurs nach Osten. Ich sage dir, wenn wir beidrehen müssen. Aber laut der Karte deines Onkels liegt Delphi im Westen. Osten, Argos.
Delphi liegt im Osten. Ich weiß es. Wie du meinst, Jason. Auf nach Delphi. Es ist soweit. Auf nach Delphi, Land von Apollos Orakel. Stechen wir in See. Noch nie ist ein Hüter auf jolkischen Boden gefallen. Wenn wir abreisen, verlierst du diesen Schutz. Wirst du je wieder die Gnade des Zeus erfahren? Das kümmert mich nicht. Ich bin jetzt Adelsjünger. Schau, Könne, was? Ich tue das Richtige. Gnade verließ mich bereits. Ich habe keine Wahl, Herkules. Es muss sein. Ich verstehe. Nun denn, Jason. So beginnen viele Legenden an Bord eines Schiffs mit Kurs aufs Meer. Fehlt nur noch ein Dichter. Wie schnell die Prophezeiung sich erfüllt hat. Ja, Meister Pelias. Aber euer Neffe, was, wenn das Orakel ihm einen Weg weist? Soll er nur versuchen, wen kümmert's? Er hat die Insel verlassen und die verräterische Hexe Medea mitgenommen. Etwas Besseres hätten wir uns niemals erträumen können. Meister Pelias, ihr wolltet mich sprechen? Hauptmann Idas, ihr seid im Ruhestand? Ich schule gerade meinen Nachfolger. Sobald er bereit ist, setze ich mich zur Ruhe. Ja. Iolkos wird euch vermissen. Aber eine letzte Aufgabe für euer Land steht noch an. Trotz aller Untersuchungen befürchte ich immer noch, dass einer der unseren dem Mörder geholfen hat. Unmöglich. Ich bete, dass ihr recht habt. Nichtsdestotrotz werdet ihr alle Männer der Garde zur südlichen Ebene versetzen. Wir werden eine neue, zuverlässige Truppe bilden zum Schutz des Palastes. Herr, meine Männer sind loyal. Ich habe nicht nach eurer Meinung gefragt. Die Sicherheit von Iolkos steht auf dem Spiel. Nun geht. Ihr wünscht, Meister? Geh, Skiaf. Folge Jason nach Delphi. Wir wollen hören, was das Orakel unserem jungen König sagt. So wird es geschehen. So ein Drecksack. Irgendwie habe ich es gewusst. Von der Geschichte her, weil wusste ich nämlich, dass der Onkel irgendwie ihn hier verrät, aber dass er dann auch noch an dem Mord seiner Frau verantwortlich ist. Das heißt, wenn wir fertig sind mit unserer Reise, dann besteht uns am Ende ja wohl, müssen wir unser Palast wieder erobern, nehme ich mal an. Und irgendwas, das goldene Vlies hat ja auch noch irgendwas damit zu tun mit der Geschichte hier. Naja, das werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, aber erstmal nochmal speichern. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.